Also um das gleich mal vorneweg zu sagen, wir sind hier ja nun keine guten Menschen, keine Altruisten und auch keine karitative Organisation. Und genauso wie es vorkommt, dass sich Mitarbeiter in der Probezeit oder auch manchmal erst nach Jahren gegen uns entscheiden, zum Beispiel weil ein anderes Angebot vorliegt, so entscheiden wir uns natürlich auch mal gegen Mitarbeiter. Vielleicht wegen fehlender Leistung, weil die Erwartungen sich widersprechen, weil unsere Erwartungen sich nicht erfüllt haben. Aber selbst mir als Geschäftsführer geht die Hutschnur hoch, wenn ich eine solche Einladung lese, wie die von Schreiner Praxisseminare. Eine Einladung zum Seminar, die Kündigung störender Arbeitnehmer, so gestalten Sie kreativ Kündigungsgründe. Schlechtleister, Blaumacher und Motivationskiller sind im Betrieb meist schnell ausgemacht. Viel schwieriger ist es jedoch, diese auch tatsächlich loszuwerden. Bla 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 bla. Wie Sie Kündigungsgründe kreativ gestalten können. Bla bla bla. Wie Sie störende Arbeitnehmer durch Outsourcing bzw. durch Betriebsübergänge loswerden können. Gezeichnet Dr. Dirk Schreiner. Da bin ich, selbst ich, fast sprachlos, ob dieses Menschenbildes, das dem offenkundig zugrunde liegt. Aber bei aller fast vorhandenen Sprachlosigkeit bleibt mir Herr Dr. Schreiner doch noch die Frage zu stellen. Sagen Sie mal, hackt es eigentlich?